Herzlich willkommen zum vierten Teil von Let's Install Counter-Strike Source auf einem Debian-Server. Heute wollen wir uns kurz und knackig damit beschäftigen, wie wir das Money-Admin-Tool einrichten. Konfigurieren werden wir es heute noch nicht, denn dazu müssen wir als erstes erstmal wissen, was letztendlich für ein Server entstehen soll. Deswegen heute nur rein die Installation, was recht schnell gehen wird. Wir fangen direkt an, dass wir uns erstmal mal die Admin-Plugin besorgen. Dazu gehen wir natürlich erstmal auf www.money-admin-plugin.com. Wir geben uns direkt die Runde zu Downloads und Releases. Hier finden wir dann den Download für die Stable Version, also für die aktuellste Version, die ohne Fehler läuft. Das Ganze öffnen wir direkt. Wir kopieren es in einen neuen Ordner auf dem Desktop. Und bevor wir anfangen, das Money Admin hochzuladen, werden wir erstmal zwei Dateien erstellen. Als erstes in Add-ons über die Create VDF erstellen wir uns unsere C-Strike VDF, natürlich für Linux, und speichern das Ganze. So. War es auch schon, da ist sie. Die Create VDF.exe können wir jetzt wieder löschen. Und dann müssen wir noch im Ordner CFG Money Admin Plugin ein neues Textdokument erstellen. Und zwar mit dem Namen Clients. So, den Inhalt dieser Clients.txt habe ich auf cybic.me/video und Let's Install bereitgestellt. Das könnt ihr hier einfach kopieren. Ihr müsst das natürlich jetzt nur noch ändern. Hier schreibt ihr euren Namen hin. Muss einmalig sein. Hier kommt dann der richtige Name hin, beziehungsweise man kann auch so eine Beschreibung. Und hier kommt die Steam-ID. Die findet ihr raus, indem ihr auf einen Server connectet und in die Konsole Status eingibt. Dann seht ihr eure Steam-ID. Das Ganze speichern wir so. Die anderen, die hier noch hinein sollen, wenn es mehrere Admins gibt, die können dann später hinzugefügt werden, direkt über Money Admin Button. So, damit wäre das auch schon fast fertig. Machen wir natürlich nur noch über -cp uns auf unseren Server verbinden für den Upload. Geben wieder unser Passwort ein. So, wir navigieren uns direkt zu dem Main-Ordner, also hier. Hier werden wir jetzt einfach unsere Ordner einfügen, auch wenn es die schon gibt, können wir gleich sehen. Wichtig ist, dass ihr es nicht auf einen anderen Ordner hinaufzieht, denn dann kopiert ihr es da hinein. Deswegen immer auf Dateien ziehen, wenn möglich. Oder auf freie Fläche. So. So, das Verzeichnis CFG existiert bereits, überschreiben. Ja, für alle. Unsere Server CFG
etc. wird jetzt nicht gelöscht, es wird nur das die Dateien von Money Admin mit hineingefügt, können wir auch gleich sehen. Ja, andere Dateien, also Server CFG ist natürlich noch vorhanden. So. Das war's im Groben und Ganzen auch schon. Wir müssen jetzt natürlich noch unseren Server neu starten. Gehen wir direkt über Copy. Wir locken uns dazu in unserem Server-Account ein. Geben unser Passwort wieder ein. Über Screen tun wir auf die aktuelle Session. Und jetzt können wir einen Unterstrich restart. So, über halbes Weg können wir als erstes kontrollieren, ob alles funktioniert. Sehen wir hier Erweiterungen Money Admin Version 1.2.2.9. So, jetzt müssen wir natürlich noch testen, ob das Ganze in-game auch funktioniert. Dazu wechseln wir in unser Counter-Strike. So, nachdem wir jetzt in unserem Counter-Strike angekommen sind, verbinden wir uns natürlich als erstes auf den Server. Start 5. Gehen einfach in irgendein Thema. Bewegen uns in Richtung dunkle Ecke, damit der Chat besser zu lesen ist. Und jetzt schreiben wir einfach admin in die Konsole und sehen, voila, das ist da. Wir können uns auch gleich mal Hand Player Management, Line Player, wir sehen, das Ganze funktioniert auch wunderbar. So. Also, das Ganze scheint wunderbar zu funktionieren. Okay, das auch nochmal anzünden. So. Können das Admin natürlich noch auch wesentlich einfacher aufrufen, indem wir einfach find, dann die ganze Fläche oben, dann die Taste, ich nehme jetzt einfach mal F1. Wenn ihr nicht wisst, welche Taste es auf der Tastatur ist, dann macht ihr einfach diesen hier, und zwar Option, Tastatur, nehmt ihr irgendwas, völlig egal. Und dann drückt ihr die Taste einfach, ich drücke jetzt zum Beispiel auf dem Numpad mal die 2. Ja, das ist Copy Down Arrow. Wenn ich das Ganze mache, ohne dass Numlock aktiviert ist, dann wird es auch Copy Down Arrow, also es macht keinen Unterschied. Und dann könnt ihr sehen, das ist zum Beispiel die 5, Copy 5, ja, Copy White Arrow. So könnt ihr den Numlock auch benutzen. Und dann schreibt ihr einfach das rein, was da drin steht, Copyright Error, und drückt am Ende wieder auf Abbrechen, und das war's. Wir nehmen jetzt aber hier in dem Fall mal F1, und dann schreiben wir nochmal in Gänsefüßchen Admin. Dann sehen wir, wenn ich jetzt zuerst mal zumache und jetzt nur F1 drücke, geht es wieder auf. Genauso funktioniert es auch, wenn wir bind. Dann eine Taste, nehmen wir F2, wenn wir den Save-Befehl davor halten, und dann schreiben Hallo. Und können wir über F2 schreiben. Das Ganze ist wesentlich, gestaltet einiges wesentlich einfacher, das werden wir auch noch öfters benutzen, beziehungsweise man kann so auch Nice Shot, Thank You und lauter so Käse kann man alles so einbinden, haben wir dann wunderbar schnell zur Hand, man braucht nicht immer jedes Mal langsam tippen und dabei sterben. So, und ich denke, das war's dann erstmal mit Money Admin Plugin. Wir werden das nächste Mal uns mit dem Metamod und dem First Mod beschäftigen. Und in der übernächsten Folge geht es dann
das erste Mal an die Gestaltung des Servers. Das heißt, wir werden uns überlegen, was für Maps werden wir verwenden, wie soll der Cycle sein, was wird das für ein Server allgemein und natürlich, was für Sounds. Wie werden wir die Sounds einbinden? Werden wir das über Money tun? Werden wir das über Source Mod tun? Werden wir es über beide tun? Das werden wir dann alles sehen. Eventuell auch völlig anders. Vielleicht Zombie-Gun-Game. Müssen wir alles schauen. Aber soweit war es das erstmal von mir für heute. Und ich würde sagen, have fun and a nice day.